Hallo zusammen. Ist so eine Überlandfahrt nicht schön? Ich genieße heute noch so ein bisschen das Wetter. Ab morgen soll es schon wieder Regen und Schnee bis in Niederungen geben. Und da wir hier in den Niederungen sind, wird das Wetter auf jeden Fall uselig, wie ich immer so schön sage. Und deswegen dachte ich mir, ich drehe heute noch eine Runde mit dem Rad und genieße dieses herrliche Wetter. Es ist angenehm warm mit so einer dünnen Daunenjacke. Das reicht vollkommen. Ob die da wohl hingehören? Naja, bestimmt. Ist ja auch nur ein See hinter. Ja, ich wollte nur sagen, ich genieße es. Ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, wollte eigentlich jetzt gar nicht mehr filmen. Aber das ist so schön hier, deswegen habe ich gedacht, ich filme doch nochmal. Auf den Feldern sieht man teilweise schon, wie das erste Grün sprießt. Ja gut, hier nicht, das ist Unkraut, aber auf der Seite vorhin. Und es duftet ganz dezent nach Gülle. Was aber wirklich noch dezent ist, also ich kenne das wesentlich schlimmer. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass im Moment einfach weniger Gülle anfällt. Ich weiß es nicht. Weil da hat ja auch so der ein oder andere Fleischproduzent in der Region so seine Probleme gehabt. Bei oder während der Corona-Situation an Pastors Wäldchen. Da fahre ich doch mal rein. Das kenne ich auch noch nicht. Naja. Und wie gesagt, vielleicht weniger Fleischproduktion, weniger Gülle. Hätte ja gleich zwei Vorteile. An Pastors Wäldchen, warum das wohl so heißt? Ja, so wie es aussieht, endet das hier. Ich fahre jetzt auch nicht weiter, diese paar Meter, weil hier vorne liegt alles voller Scherben. Man muss es ja nicht drauf anlegen. Trotz dieser Spalbe und Plattbar, wie heißen die denn? Irgendwas mit Road, glaube ich. Nee, Marathon. Schwalbe Marathon Plus. Bin ich ja begeistert von. Aber wie gesagt, man muss es nicht drauf anlegen. Aber auch hier ein schönes Fleckchen. Das Schöne ist, dass man die Vögel schon überall hört. Ja, da ist auch gerade wieder eine Krähe in so einen Taubenschwarm gekracht. Da flüchten die Tauben natürlich. Ist manchmal die Frage, was die größere Plage wird. Da bin ich doch glatt den nächsten Weg reingefahren, der nach Weg aussah. Und da kommt man hier zu so einem kleinen Hochsitz. Wirklich klein. Und wenn man da mal durchschaut, so richtig, kann man hier ganz viel entdecken. Dort auf der Seite zum Beispiel ist das ganz besonders scheue Monty zu sehen. Nein, Quatsch natürlich. Ihr wisst ja, mein Fahrrad heißt Monty. Und abgeleitet von dem Namen der Firma Bergamont. Ja, so einen Knall habe ich. Ich gebe fast allen Sachen, die mir was oder die mir wichtig sind, gebe ich Namen. Gehe gerade durch dieses knistrige Laub, wie ihr vielleicht hören könnt. Und auch hier sind überall so kleine Wasserwege, die jetzt durch die Schneeschmelze und den Regen der letzten Zeit ja auch gut gefüllt sind. Auch sowas finde ich schön. Man stellt richtig fest, dass wenn das Wetter so ist, wie es heute ist, die Leute ja, strömen raus. Jetzt gerade hier ist auch so eine ganze Horde Radfahrer vorbeigekommen. Sah fast aus wie so ein ältere Herren Fahrradgruppe, sage ich mal. Und die genießen das. Und man sieht auch, wie gesagt, wir haben jetzt, ihr seht es, 16.17 Uhr. Und ja, man sieht, dass die Leute, die Feierabend haben, trotzdem noch alle raus aus der Stadt, noch ein, zwei Stunden das Wetter genießen. Was ja auch verständlich ist. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich hier wirklich jeden Weg einfach mal links, rechts fahre, dass ich die einfach noch nicht kenne.
oder mal eben vorbeifahren vielleicht wahrgenommen habe, aber nie reingefahren. Und so findet man auch hier immer noch wieder Ecken, die man nicht kennt. Für euch jetzt vielleicht nicht so super interessant, ne? Weil es ist halt nur ja, braun und grün. Man hört den einen oder anderen Hahn und die Windgeräusche. Und bei den Windgeräuschen, das ärgert mich echt hier bei der Kamera. Ich habe ja da schon diese Puschel dran am Mikro, aber so richtig funktionieren tut das nicht. Ich habe auch nochmal geguckt, es gibt nur ein Mikro von Sony, was hier oben reinpassen würde. Aber da sind die Kritiken sehr schlecht. Deswegen warte ich drauf, dass unsere Fotohändler hier, die Kamerahändler, mal wieder öffnen und ich mich mal vernünftig beraten lassen kann. Da hinten steht tatsächlich schon wieder ein Reh und hier vorne rennen die Fasane gerade weg. Ist das schön. Ja, ich zoome jetzt mal nicht nochmal ran. Lass dem Reh seine Ruhe. Auf der Seite schön die Pferde auf der Weide. Ach, man kann das schon genießen, wenn man so ein bisschen durch die Gegend eiert hier. Ich müsste jetzt auch schon so 40, 50 Kilometer haben. Mal gucken, kann ich das gerade... Oh! Ihr seht's. 64. Jetzt weiß ich auch, warum ich so ein bisschen schwere Beine habe. In den letzten Tagen auch jeden Tag viel gelaufen. Also mindestens so 2 Stunden am Tag. Teilweise um den See. Da war ich jetzt 2-mal am Diemelsee. Eine sehr schöne Runde, kann ich nur empfehlen. Wobei, fahrt nicht alle dahin, dann wird es da zu voll. Dann kann ich das nicht mehr so genießen. Nein, ist wirklich schön dort. So, jetzt schaue ich mal, wo ich hier rauskomme. Dieser Weg endet in einer Sackgasse und hier geht es zum Judenfriedhof. Wusste ich auch nicht, dass hier einer ist. In Riedberg gibt es einen. Das war mir bewusst, aber hier, den kannte ich noch nicht. Mal schauen, ja, was mich da so erwartet. Bin ich ja jetzt neugierig. Dort sieht man schon das Tor von diesem jüdischen Friedhof. Ich werde da jetzt natürlich nicht reingehen und die einzelnen Grabsteine filmen. Würde aber trotzdem gerne mal mit der Kamera zumindest einmal so reinhalten, damit man das Ganze einmal so ein bisschen sehen kann. Und hier steht auch noch mal so ein schönes Hinweisschild. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts sind in Lipperode die, kann man ganz schlecht lesen, bezeugt. Vermutlich um 1770 bildete sich in Lipperode eine selbstständige jüdische Kultusgemeinde mit einer Synagoge und eigenem Friedhof. Der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahre 1771. 1938 erfolgte die Schließung dieses Friedhofs, der dann 1986 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Naja, mal nennenswert, denke ich. Und da stand sogar gerade noch ein Hinweisschild. Hier gibt es den Graf-Bernhard-Weg vom Sauerländischen Gebirgsverein ausgeschildert. Soll ich den fahren? Oder soll ich da lang fahren? Ich glaube, da hinten komme ich wieder an eine Lippe. Ich probiere den Graf-Bernhard-Weg. Überraschung, Überraschung hier. Oh. Es ist nicht der optimale Radweg, aber es ist durchaus machbar und es ist schön. Auch wenn es so ein kleines Stück ist. In Lipperode angekommen, fährt man direkt hier auf diese schöne grüne Kirche zu. Hier ist eigentlich sehr viel Verkehr immer, deswegen muss ich gerade mal einen Moment abpassen, wo keiner kommt. Und deswegen auch hier so im dunklen Film, wo die Sonne dahinter steht. Es wird definitiv Frühling. Die Leute liegen schon wieder auf den Wiesen hier rum. Schön.
Von dem Lippstädter Industriegebiet am Mondschein geht jetzt hier so eine kleine Unterführung unter der Bundesstraße durch. Die bin ich schon einmal gefahren, aber dann auch nicht mehr. Ja, und hier rechts war früher so eine große Fläche, was mehr oder weniger so morastig Feuchtgebiet war. Da konnte man den Nutria im Grunde zuschauen, wie sie sich da so amüsiert haben. Ah, einen Teil gibt es da hinten immer noch zu sehen. Ich schaue mal, ob ich da hinkomme. Ist ganz schön laut hier direkt so an der Bundesstraße. Aber man sieht hier so die einzelnen Vögel zwischendurch schon mal da hocken, sage ich mal. Aber Nutria habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ist wahrscheinlich auch schon zu trocken hier. Also ein bisschen Wasser wollen die ja immer, um sich wohl zu fühlen. Ah, da vorne ist Meerwasser, sehe ich gerade. Mal schauen, ob wir was sehen. Also Enten sehe ich da hinten auf jeden Fall schon mal. Und da ist ja auch noch einiges an Wasserfläche. Ist aber mittlerweile abgesperrt hier und deswegen muss ich hier anhalten. Ich zoome das Ganze mal für euch, damit ihr da im Hintergrund seht, was ich meine. Und da tummeln sich halt gerne diese Nutria. Vielleicht kann man da von der anderen Seite noch dran. Das sieht auch aus, als wenn da ein Weg wäre. Habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Ansonsten bis auf der Verkehrslärm doch ein schönes Fleckchen. Tatsächlich führt hier hinter der Hochschule Hamm-Lippstadt ein Fuß- und Radweg her. Er wurde wahrscheinlich deswegen hier angelegt, wegen der Hochschule. Was übrigens rein optisch jetzt von dieser Seite nicht so dolle aussieht, aber so im Gesamten macht das einen echt schönen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, da hinten sind wieder ein paar Gänse zu sehen. Ja, und hier die Wiesen halt. Da in der Senke fließt die Lippe. Ach, schon ganz nett hier hinten. Kannte ich auch noch nicht. Seht ihr? Immer wieder was Neues. Ja, da die Schlote, das gehört zu der Firma Heller, was jetzt keine Werbung sein soll. Da wird auch nichts bezahlt. Man muss es ja mittlerweile erwähnen, deswegen traue ich mich schon gar nicht mehr, irgendwelche Namen zu sagen. Aber diese Schlote haben irgendwie was. Teilweise sind hier auch diese ganzen Firmenschilder nachts beleuchtet. Sieht auch toll aus. Wenn ihr da mal Interesse dran habt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich da wohl mal so ein paar Bilder von machen und ja, weiß ich nicht, ein separates Video, Lippstadt bei Nacht oder so. Wenn ihr mögt. Da gibt es so die einen oder anderen schön beleuchteten Ecken hier. Ach, da schwimmen die Enten wieder. Klein Venedig, Lippstadt. Ach, wo wir jetzt hier rauskommen? Ja, das kenne ich. Aber das war früher hier einfach so ein Matschpfad und der nur so ein Stück hier reinging. Dann wurde das wegen der Schule hier angelegt. Ja, Lippstadt und seine Wasserwege. Ich halte hier mal ganz kurz an und gehe mal so ein paar Meter da runter mit euch. Hier zu den Enten. Da hinten kommen noch mehr von der kleinen Brücke. Ist doch ein herrliches Bild. Man sieht hier, dass die ersten Zweige von den Bäumen Farbe kriegen. Der Frühling kommt. Auch wenn wir erst Anfang März haben, aber er kommt. Naja, ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern und diesen niedlichen Enten, die sich da
in Reihe bewegen, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn sie in letzter Zeit ja, jetzt hat gerade beim Film der Akku wieder seinen Dienst quittiert. Das ärgert mich jedes Mal, dass er das nicht vorher anzeigt. Naja, ich war dabei, mich von euch zu verabschieden und nochmal darauf hinzuweisen, dass die Videos ja momentan ein bisschen kürzer sind, aber ich denke mal, das ist okay für euch. Kommen auch wieder andere Zeiten. Aber so kann ich euch wenigstens ein bisschen mitteilen, was ich hier so erlebe und schön finde. Und nach so einer Tour, klar sind die Beine schwer, aber es ist echt ein Genuss. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Markus.